Hey, yo, cool, dass ihr da Hey, seid. na? Genau. Hi. Ja, schön, dass ihr da seid. Macht's euch wirklich richtig bequem. Fühlt euch wie zu Hause, als würdet ihr euch gerade hier im Wohnzimmer bei euch einfach einrichten. Es ist echt klasse, Schönes dass das. Wohnzimmer habt ihr. Ja, danke, danke. Ist wirklich ein schickes Ding, Sieht ne? gut aus, ja. Ja, ich meine, das Jutri füllt sich jetzt so langsam mit Gesichtern und das ist auch richtig gut. Jawohl. Und wir machen es uns jetzt hier bequem. Genau, entspannt euch ein bisschen. Und auch ihr zu Hause, lehnt euch zurück, wenn ihr irgendwas zu knabbern habt, Popcorn, sonst was. Macht es euch einfach bequem, genießt es. Jetzt fangen wir mit dem Jutre at Home so richtig ein und ja, tauchen ein in dieses große Event, in diese Konferenz. Aber gut, wir wollen euch ein bisschen kennenlernen. So, hey, wer seid ihr? Wir haben jetzt die Namen gehört, aber von euch hören wir nachher noch mehr. Also, jawohl. Annika, fangen wir doch bei dir mal an. Du bist ja als Künstlerin hier und mich würde mal interessieren, hau einfach mal fünf interessante Facts raus, die dich beschreiben. Okay, also ich bin sehr detailverliebt und ich bin Badekugeln gesegnet. Ich kriege ständig welche geschenkt. Erfreulicherweise bade ich auch gern. Ganz praktisch. Ich habe Freude daran, Dinge aufzubrauchen, leer zu machen. Ich habe eine lustige Mailbox. Richtig witzig. Ich sage nämlich, also ich finde sie lustig, aber naja, ich sage immer: Hey, das ist die Mailbox von Annika. Ihr wisst ja, wie es geht. Oh ja. Ja. Okay, das ist originell. Das Ja, das ist ist wirklich mein original. Highlight in meinem Leben, ja. Rufst du dich dann manchmal auch selbst an auf deine Mailbox, einfach um das zu hören, oder? Naja, also, ich sag mal so, ich hab's schon mal ausprobiert. Aber das heißt, wenn Jo. du immer am Baden bist, wenn ich da kurz nachfrage, du duschst jetzt überhaupt nicht, also immer baden einfach. Nein, also der Umwelt zuliebe dusche ich auch hin und Ah, wieder, okay. aber ich bade vielleicht schon öfter als der Durchschnittsmensch. Cool. Ja, Hammer. Von dir dürfen wir gleich noch mehr künstlerische Sachen hören. Wir sind schon ganz gespannt. Du wirst uns nachher noch die Predigt halten und wir wollen auch von dir über dein Leben fünf Facts wissen. Hau mal raus. Was muss man wissen? Also erster Fakt, ich würde sagen, ich bin eine Kämpferin. Ich habe schon früh angefangen, Kampfsport zu machen und mache ich zwar jetzt nicht mehr, also keine Angst, auch voll gut, dass wir jetzt vor der Kamera sind und dass ihr hinter der Kamera seid. Glück gehabt. Zweiter Fakt, ich liebe Pommes, ja. Also ich könnte Ich auch. jeden Tag Pommes essen. Mm. Nicht rot-weiß mit Mayo, reicht mir voll, aber ich liebe Pommes. Also nur Mayo. Nur Mayo, Okay, ja, spannend. genau. Ja. Ich würde sagen, andere Leute sagen zu mir, dass ich 1000%ig bin, also sehr gewissenhaft und das nervt manchmal, ja, weil man sich 100 Gedanken macht und ja, man froh wäre, dass man irgendwann mal aufhört zu denken. Und ich liebe Humor. Manche Leute verstehen meinen Humor nicht, aber es gibt viele Leute, zumindest meine Freunde und so, die können mich ganz gut einschätzen. Und ich liebe es zu lachen. Also wenn du mal einen Joke machst, wir verstehen den nicht, dann erklär kurz einfach oder Ja, sag so, bitte, okay, oder ihr könnt bitte, ja kurz ja, die genau. Hand Dürft ihr heben lachen? und oder ihr Voll. meldet euch einfach hier, Alisa, Hier, wenn ihr schreibt mal, einen was Witz meinst du erkannt damit? habt, Genau. dann meldet euch auf jeden Fall. Also anscheinend ist es ja erwähnenswert. Mal schauen. Ja. Also meldet euch. Cool, danke dir. Gerne. Ja, wir haben eben von einer QR-Code-Umfrage gehört und daran wart ihr ja genau beteiligt. Und jetzt wollen wir uns mal diese Umfragewerte eigentlich anschauen. Oh yeah. Ja, hier hatten wir verschiedene Orte, wo die Leute eigentlich herkommen. Wo sitzt ihr gerade? Von wo aus guckt ihr? Okay, relativ groß, Marburg, wer hätte es gedacht? Wow. Hier sind wir ja, klar. Natürlich ist das Jutre hier voll bekannt. Ja, Grüße geht raus an alle Ecken und Winkel von Marburg, wie auch immer. Und Heidenheim tatsächlich. Keine Ahnung, wie das jetzt kommt. Eckental habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Auch Grüße raus nach Eckental. Augsburg auch dabei. Und bei den anderen Sachen bin ich ein bisschen zu kurzsichtig. Düsseldorf haben wir auch noch dabei. Hartenrod, wow. Wirklich, würde ich mal sagen, deutschlandweit, zumindest verschiedenste Bundesländer. Cool, dass ihr alle Hammer. vertreten seid. Grüße an euch. Cool, dass ihr dabei seid. Sehr, sehr cool. Ja. Ja, wir haben auch noch eine zweite Umfrage gestellt, da kommen wir auch noch direkt zu. Und zwar will ich euch das auch noch gleich stellen. Und zwar so, hey, wo fällt ihr am meisten? In Mathe oder in Deutsch? Ich hoffe, ihr habt alle abgestimmt. Ich bin mal richtig gespannt. Also können wir die Umfrageergebnisse sehen wir jetzt. Oh, Oh, Deutsch. okay. Also Steigt. in Deutsch wird mehr gefailt. Spannend. Alisa, wie ist es bei dir? Wo fällst du? Oder wo hast du früher in der Schule mehr gefailt oder auch jetzt? Ich wollte So. gerade schon sagen, also Schule ist schon ein bisschen her, aber
Also auf jeden Fall Deutsch. Also das war immer so mein fast Hassfach. Und ich bin eher Hassfach so die... Hassfach oder Herzfach? Nee, Hassfach. Hassfach, okay, okay. Und ich war eher so naturwissenschaftlich sehr begabt oder begabt und Mathe war dann auf jeden Fall meins. Mhm. Okay, also auch ungefähr wie der Rest vom Jutre. Okay. Annika, wie schaut es bei dir aus mit Mathe, Deutsch? So, wo hast du gefailt am meisten? Also ich bin dann genau das Gegenteil. Mathe war jetzt nicht so meins und ich war auch sehr froh, als ich es dann geschafft habe. Okay, okay. Das Abi trotz Mathe zu bestehen. Ja. Es hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert, wenn du gesagt hättest, in Deutsch habe ich nur gefailt. Ja, das fand ich super. Ja. Und die Leute mochten mich auch nicht, weil ich war so die nervige Schülerin, die sich dann so richtig Mühe gegeben hat bei so Charakterisierung. Und die immer so, Annika, das ist aus dem Internet. Ich so, nein, das habe ich selber geschrieben. Entschuldigung. Ja, ja. Aber nur in Deutsch. Sonst okay. Nicht. Mathe, Dein künstlerisches Dasein und was wir gleich auch noch von dir hören, hat ja auch was mit Worten zu tun und mit einem guten sich ausdrucken können. Ist das früher in der Schulzeit dann schon entstanden oder wie sind deine ersten Texte entstanden? Vielleicht auch gerade so im Deutschunterricht oder wann waren so deine ersten Texte in deinem Kopf und auf Papier? Also wir mussten im Deutschunterricht damals Gedichte auswendig lernen, das habe ich schon ganz gerne gemacht. Und wir mussten dann auch mal selber Gedichte schreiben und das fanden auch alle anderen irgendwie doof und ich fand das ziemlich cool. Und ich habe letztens von meinem damaligen Deutschlehrer so einen Zettel gefunden, wo wir die mussten wir dann abgeben und dann meinte er so, es war mir eine Freude, deine Gedichte zu lesen und mach weiter damit. Und ich hätte so gerne noch mal den Kontakt zu ihm aufgenommen und gesagt, hey übrigens, ich mache es immer noch. Ey, vielleicht schaut er ja genau zu. Schaut bestimmt zu. Ja. Also, gehen wieder raus. Wer weiß. Meld dich, ja. Ne? Ich habe eine coole Mailbox. Nee, aber genau, so hat es angefangen und dann später im Studium, ich habe Moderation und Schauspiel studiert und da mussten wir viel vortragen und dann kam es irgendwie so, dass ich auch was geschrieben habe und ein Kommilitone von mir meinte, Annika, das war ein Poetry, ich so, was ist das? Und er so, du trittst nächste Woche bei mir auf und ich so, okay. Und seitdem war ich dann irgendwie mit Texten auf Bühnen. Ja. Krass, richtig cool. Und wie kann ich mir das vorstellen, wie kommen denn grundsätzlich so Texte bei dir zustande? Also läufst du durch die Gegend, dir fällt draußen irgendwas auf und du sagst, schreibe ich einen Text? Oder ist das so alles aus deinem tiefsten Innersten? Oder nimmst du das von anderen Leuten, wo du merkst, deine Freunde beschäftigt das? Wie kommen die zustande, die Texte? Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus allem. Mhm. Also ich bin schon ein sehr bildlicher Mensch. Also zu Situationen fallen mir oft Bilder ein oder... ich hab so eine Affinität für so schlechte Wortwitze oder heute wieder in meinem Zimmer hängt so ein Bild von Mohn und dann dachte ich so, bis zum Mohn und wieder zurück zu dir und sowas fällt mir dann immer ein und das meiste landet dann in Insta-Caption oder so oder nirgendwo, aber wenn das dann jetzt doch mal ein bisschen tiefgründige Gedanken sind, dann schreibe ich mir die auf und manchmal wird ein Text raus, manchmal nicht. Es ist so eine Mischung aus allem. Manchmal Sachen, die ich erlebt habe oder Sachen, wo ich dachte, hey, da habe ich was gelernt, das will ich gern weitergeben. Also meine Texte sind schon eher tiefgründig als lustig, aber ja, es ist so eine Mischung aus allem. Also das, was mich praktisch bewegt. Das heißt, ganz oft in einem Text sind auch mehrere Themen gleichzeitig drin, oder ist es nicht so? Nee, es ist schon ein Überthema auf jeden Fall. Okay. Aber ja, ich finde auch Wortspiele ganz cool, die baue ich dann schon mal ein. Also es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, ja. Dann sind wir mal gespannt auf jeden Fall. Oh ja, auf jeden Fall. Das Thema ist ja so Fail, Umgang mit Scheitern von dem Jugendtreffen. Wir hören auch nachher von dir, Alisa, noch mal ein bisschen mehr dazu. Aber... also an dich, gerade wenn du auf Bühnen stehst, wenn du Poetries von dir selber präsentierst, hast du manchmal so den Moment, hey, ey, das ist richtig schief gegangen, ich habe übelst gefailt, ich bin total unzufrieden damit. Oder eigentlich nicht die Frage, ob, weil ich meine, wir sind Menschen, jedem passiert es so, aber wie oft hast du das so, dass du echt am Boden bist und denkst, ey, ich höre auf, ciao, nie wieder? Das ist eine gute Frage. Also so ciao nie wieder, das habe ich tatsächlich noch nicht gedacht, aber schon so, oh Annika, hättest du den Text vorher schon nochmal durchlesen können? Oder einmal ist mir eine Hose gerissen, das war richtig unangenehm. Hose gerissen? Ja, und zwar war das so, super doof, weil ich hatte Body unter der Hose, das heißt, ich konnte auch kein T-Shirt drüber ziehen. Ich hatte nur noch eine Winterjacke, meine Hose und den Body und dann ist sie gerissen. Und dann bin ich so zu der Bar gegangen und habe gesagt, Entschuldigung. Meine Hose ist gerissen, könnt ihr mir helfen? Die haben mich erstmal ausgerissen. Ich so, ich habe wirklich ein Problem. Dann haben die mir Gaffer gegeben. Die neue Mode. Dann habe ich mit Gaffer die Hose geklebt. Dann habe ich nicht aufgetreten und dann musste ich auf Toilette.
Und dann ging die Hose nicht mehr auf. Und dann war alles voller Kleber. Und ich habe tatsächlich die Hose dann zurückgeschickt und einen Brief geschrieben, dass sie mich in eine sehr, sehr unglückliche Situation gebracht haben. Und ich habe das Geld zurückbekommen. Also die Hose war neu und die ist gerissen. Deswegen das Problem. Ne? Ja, das war auf jeden Fall ein Fail. Und das, aber auch wieder lustig. Ne? Also ja, also wir merken, mit Fails kennst du dich auch irgendwie aus. So, ist kein unbekanntes Thema. Ich finde, man sollte bei vielen Sachen dann drüber lachen können. Und manchmal können ja dann auch andere drüber lachen. Und dann auf jeden Fall. Also wir haben gelacht. So. Annika, hey, danke, dass du echt ein bisschen was geteilt hast, dass die Leute jetzt ein bisschen mehr dein Leben einblicken durften. Und ja, dich verabschieden wir jetzt erstmal. Gleich dürfen wir mehr von dir hören. Ja, vielen Dank. Ciao, mach's gut.